Ja, meine Damen und Herren, brauchen wir jetzt die Mikrofone überhaupt? Doch. Ja. Meine Damen und Herren, heute am 3. März kommt also unsere Information für alle etwas verspätet, auch für die Interessierten daheim. Das bitte ich auch noch einmal zu entschuldigen, dass es hier technische Probleme gab und gibt. Wir werden die versuchen, schnellstmöglich zu beheben. Frau Dr. Schmidt, unsere Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamtes, ist mit hier und wir möchten Sie über die aktuelle Pandemiesituation im Burgenlandkreis unterrichten. Die Lage ist so, dass die Inzidenz heute einen Wert von 198,49 erreicht hat. Wenn wir das mit der zurückliegenden Woche vergleichen, da lag sie bei 215 rund, ist das ein Rückgang. Wir sehen aber letztlich schon seit etwa 2 Wochen diese Seitwärtsbewegung mit einem Pendeln um die Inzidenz von 200 herum. Das ist insgesamt keine erfreuliche Entwicklung, weil der Burgenlandkreis damit immer noch die höchste Infektionslage in Sachsen-Anhalt hat. In gewisser Weise schwebt damit auch ein Damoklesschwert über dem Burgenlandkreis, dass nämlich verschärfte Regelungen gelten, die bei einer dauerhaften Inzidenz von 200 und darüber aus der Landeseindämmungsverordnung verlangt werden. Stichwort zum Beispiel 15 Kilometer Radius. Insofern sehen wir die Situation mit Sorge. Allerdings, wenn wir uns anschauen, was in unseren Nachbarkreisen stattfindet, sind wir da in einer traurigen Gemeinschaft. Bundesweit betrachtet sind unter den ersten 15 Landkreisen, wir sind auf Platz 13, eine ganze Reihe von Landkreisen in unserem unmittelbaren Umfeld, so auch unsere Nachbarlandkreise, der Kyffhäuserkreis, der Landkreis Sömmerda, wenn man etwas weiter schaut, dann eben auch der Vogtlandkreis. Und es ist eine deutliche Konzentration der Infektionslage in diesem mitteldeutschen Raum bis hin zur tschechischen Grenze feststellbar. Insofern scheint auch die Lage des Burgenlandkreises hier eine Rolle zu spielen, warum die Inzidenz trotz aller Bemühungen nicht nach unten gebracht werden kann. Mein Ziel ist es nicht, die Bevölkerung durch weitere Verschärfungen noch weiter zu erschöpfen, sondern das Ziel für uns ist, dass wir durch eine Impfstrategie und Teststrategie die Lage stabilisieren und beides als Schlüssel zu einer Senkung der Inzidenz betrachten. Bevor ich auf Einzelheiten hierzu eingehe, möchte ich heute aber auch einen Dank aussprechen. Das ist mir ein Bedürfnis, weil ich in der letzten Woche beim Einkaufen bemerkt habe oder wieder einmal bemerkt habe, was Kassiererinnen, Kassierer und Mitarbeiter in den Einkaufsmärkten mitunter ertragen müssen, wenn Kunden, die gar kein Verständnis zur Infektionslage aufbringen oder mehr aufbringen, dann angesprochen werden darauf und das geht manchmal über die Grenze des Erträglichen und deshalb heute einmal mein ganz besonderer Dank allen, die seit über einem Jahr sich in diesen Märkten, an den Kassen, in den Eingangsbereichen oder auch an den Regalen mit den Kunden insofern auseinandersetzen, dass sie den Mut haben, sie anzusprechen, wenn eine Maske nicht getragen wird oder eben nicht richtig getragen wird. Und ich hoffe sehr, dass die Lage sich so verändert, dass sie das nicht mehr allzu lange tun muss. Nun aber nochmal ganz konkret zu der Infektionslage hier bei uns. Wir wissen, dass heute ja Beratungen zwischen Bund und Ländern stattfinden, beziehungsweise gerade laufen, aus denen sich neue Erkenntnisse ergeben können, die wir jetzt noch nicht vorhersehen, zum Beispiel auch zur Frage der Öffnung des Einzelhandels und der Auswirkung von hohen Infektionszahlen,
die dann möglicherweise weniger oder keine weiteren Öffnungen im Einzelhandel mit sich bringen. Wir werden sehen, was das für uns und für die Nachbarkreise hier in dieser Region bedeutet. Genau zu diesem Thema hatte ich zu Beginn dieser Woche auch ein Gespräch mit den Vertretern aller drei Innenstadtvereine in Zeitz, in Weißenfels und Naumburg, nämlich zu der Frage Lage des Einzelhandels und Öffnungsperspektive bzw. konkrete Unterstützung für den Einzelhandel. Natürlich kann ich heute vor diesem Gespräch zwischen Bund und Ländern da keinerlei konkrete Aussagen zur Öffnungsperspektive machen, aber ich möchte gerne zwei Dinge ansprechen. Das erste ist, unabhängig davon, wann genau geöffnet werden kann, das Osterfest steht vor der Tür und alle drei Innenstadtvereine bieten Einkaufsgutscheine und ich möchte dafür werben, dass vielleicht statt eines Geschenkes im Osterei diesmal ein Einkaufsgutschein erworben wird. Ich werde das den Kolleginnen und Kollegen hier im Landratsamt und im Jobcenter auch nahelegen. Der Vorteil wäre eben, dass man den Einkaufsschein dann später vor Ort einlösen kann, das Geld aber sozusagen jetzt schon fließt. Und ich möchte Sie einfach ermuntern, darüber auch nachzudenken, sich einen solchen Einkaufsgutschein für die Innenstadthändler in den im Burgenlandkreis zu erwerben und den zu verschenken zu Ostern. Also helfen Sie auf diese Weise vielleicht auch aktiv mit, unseren Einzelhandel ein kleines bisschen zu stabilisieren. Das Zweite ist, an diesem Gespräch hat auch unsere Sparkasse Burgenlandkreis teilgenommen, um unkomplizierte Überbrückungskredite, die ausgereicht werden können, bis die Staatshilfen ausbezahlt sind, auch zu erläutern für Sparkassenkunden und Nicht-Sparkassenkunden, sodass auch die Frage der Liquidität hier ein Stück weit Hilfe bekommen kann. Natürlich können wir jetzt auf Kreisebene nicht alle diese Probleme lösen, die ja dann auch mit den Hilfen von Bund und Ländern nur bewältigt werden können. Jetzt zu der Strategie, zur Impfstrategie und Teststrategie. Bei der Impfstrategie nur zunächst mal kurz drei Punkte. Das ist heute noch mein eigener Tagesordnungspunkt für sich. Was haben wir jetzt bei der Impfstrategie in der zurückliegenden Woche erreicht? Alle impfwilligen Ärzte und Zahnärzte und auch das Praxispersonal wurde am Wochenende im Impfzentrum erst geimpft. Zweitens, seit Beginn dieser Woche haben wir die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen und Förderschulen sowie die Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten zur Erstimpfung in das Impfzentrum eingeladen. Warum ist das beides so wichtig? Ärztinnen und Ärzte, Praxispersonal ist wichtig, um die ambulante Krankenhausversorgung zu stabilisieren. In den Krankenhäusern laufen ja die Impfungen bereits bzw. sind teilweise schon abgeschlossen, sodass auch jetzt hier die ambulante Versorgung stabilisiert werden kann und das Impfen in den Kitas und Grundschulen, das erschließt sich von selbst, ist wichtig, weil diese Gemeinschaftseinrichtungen viele Menschen zusammenbringen und jede Infektion, die dort auftritt, zu Störung oder Schließung führt und bei denjenigen, die als Pädagogen dort arbeiten, natürlich auch dann zu Problemen, personellen Problemen zusätzlich noch führen kann. Drittens, ich bin immer noch bei der Impfstrategie, drittens, bis Ende März können alle über 80-jährigen Impfwilligen in unseren kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Impfung erhalten. Alle werden jetzt noch in diesem Monat auch entsprechende Einladungen erhalten zu einem freiwilligen Impftermin. Ich komme darauf, wie gesagt, noch später zurück. Impfstrategie ist das eine. Pandemiebekämpfung durch Testen ist der zweite Baustein. Hier reden wir vor allen Dingen über Schnelltests. Diese werden zunehmend zu einem mächtigen Werkzeug, um die Entwicklung der Fallzahlen zu kontrollieren. Klar ist, dass diese Tests einfacher und niederschwelliger eingesetzt werden müssen. Ziel ist es hier, vor allem Personen ohne Krankheitssymptome ausfindig zu machen, die das Virus und
vor allen Dingen auch mutierte Varianten weitertragen. Es ist sicherlich eine Illusion zu glauben, dass wir die Mutation aufhalten können, aber wir müssen wissen, wo sie auftreten und darauf auch gegebenenfalls mit verschärften Kontaktbeschränkungen reagieren können. Die bei uns bisher aufgetretene britische Mutation hat eine, man kann sagen, verschnellerte Transmission, das heißt, die Fallzahlen wachsen schneller, die Infektiosität ist höher, stecken sich auch jüngere Menschen an, aber nach bisherigen Erkenntnissen sind die eingesetzten Impfstoffe dagegen wirksam. Es gibt auch andere Mutationsvarianten, die nicht durch eine schnellere Verbreitung ins Auge fallen, aber zum Beispiel durch ein Unterlaufen der Immunantwort. Das heißt, dass dann auch Menschen, die entweder schon infiziert waren und vermeintlich eine Immunität aufgebaut haben oder die durch Impfen vermeintlich geschützt sind, sich trotzdem mit der Mutante anstecken könnten, weil der Schutz eben nicht wirkungsvoll ist. Und da rückt die Sorge vor diesen Varianten auch stärker in unser Betrachtungsfeld. Im Moment gibt es 99 nachgewiesene Mutationen, das hatten Sie heute Morgen in der Stabssitzung erläutert, Frau Dr. Schmidt, bisher nach unseren Erkenntnissen ausschließlich die britische Variante. Also die, bei der der Impfschutz auch aller Voraussicht nach gut wirkt. Was auffällig ist, das ist die Altersstruktur bei der Mutation, vor allen Dingen jüngere Personen. Der größte Personenkreis sind die 31- bis 50-Jährigen, gefolgt von den 51- bis 70-Jährigen, 18- bis 30-Jährigen und unter 17-Jährigen. Die Hochbetagten haben am wenigsten die entsprechende Mutation. Das heißt eben, dass unter den Jüngeren offensichtlich die Infektiosität auch höher liegt. Besonders regional betroffen ist im Burgenlandkreis die Stadt Naumburg mit ungefähr der Hälfte der Mutation, mittlerweile dann gefolgt von Weißenfels mit ungefähr einem Viertel. Das ist auch der Grund, weshalb wir Testzelte für jedermann, nicht nur für diese Städte, für jeden aus dem Burgenlandkreis betreiben, in der zurückliegenden Woche in Naumburg. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei allen Menschen bedanken, die sich hier haben freiwillig testen lassen. 1738 Personen sind in das Testzelt gekommen. 28 davon wurden positiv getestet, 28 konnten wir sozusagen aus dieser anonymen Masse herausfiltern und damit auch weitere Infektionen vermeiden. Und dieses Testzelt ist seit gestern in Weißenfels. Ich bedanke mich hier auch bei der Stadt Weißenfels und auch bei der Bundeswehr, die uns bei dem Betreiben des Testzeltes mächtig unter die Arme greifen. Die freiwilligen Tests werden wir jetzt in Weißenfels genauso bis zum Sonntag anbieten und ab Dienstag nächster Woche, also ab dem 9. März, steht das Testzelt dann in Zeitz auf dem Altmarkt. Auch hier bitte ich jetzt alle, die Interesse haben, diese Möglichkeit kostenfrei zu nutzen. Ich bin immer noch bei der Teststrategie, das ist die Teststrategie für jedermann, die Teststrategie für die Unternehmen. Sie wissen, darüber habe ich schon berichtet, für Beschäftigte ab 100 Mitarbeiter gilt seit Montag eine Pflicht, ein Angebot den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Beschäftigten zu machen, für einen Schnelltest. Es ist mittlerweile so, dass eine ganze Reihe von Unternehmen unterhalb der Zahl von 100 Beschäftigten angefragt haben, ob sie diese Strategie auch fahren können. Wir begrüßen das ausdrücklich, dass auch kleinere Unternehmen sich ganz intensiv mit der Infektionslage beschäftigen. Wir fordern auch alle auf, das zu tun. Die Unterstützung, die die größeren Unternehmen bekommen, erhalten diese kleineren Unternehmen natürlich dann auch. Das heißt, Beratung der Unternehmer durch die Unternehmer-Hotline des Wirtschaftsamtes zur Verfügungstellung von Testkits. Und auch die Ausbildung für die Schnelltests übernehmen wir gerne. Am Freitag werde ich auf Initiative der IHK in Weißenfels an einer Videoschalte mit Geschäftsführern von vielen betroffenen Unternehmen teilnehmen und dort auch über die ersten Erfahrungen und Probleme sprechen, die sich aus dem Testangebot für die Mitarbeiter ergeben haben. Wo muss nachgesteuert werden, was funktioniert?
was funktioniert noch nicht. Dabei wird auch eine Rolle spielen, jedenfalls aus meiner Sicht, je mehr Selbsttests, zugelassene Selbsttests auf dem Markt sind, umso mehr sollten wir von den Tests, die eine Ausbildung oder Anleitung benötigen, zu diesen Selbsttests übergehen, und dazu werde ich den Unternehmen auch ein Angebot machen, wo wir wissen, dass es auch schon ein oder zwei Unternehmen im Burgenlandkreis gibt, die auf diese Selbsttests setzen. Der dritte Arm der Teststrategie ist die Teststrategie für die Schulen. Hierzu komme ich dann in einem späteren eigenen Punkt noch einmal zurück, wenn wir über die Frage, wie geht es mit den Schulen im Burgenlandkreis weiter, zu sprechen kommen. So viel erstmal von meiner Seite zur Einleitung, und ich bitte jetzt Frau Dr. Schmidt, die wöchentliche Infektionslage genauer zu erläutern. Ja, guten Tag. Ich möchte wieder über die aktuelle Infektionslage in unserem Landkreis informieren. Wir haben aktuell heute bis 12 Uhr 76 Neuinfektionen gemeldet bekommen und haben damit insgesamt jetzt einen aktuellen Stand an infizierten Personen von 649. Unsere 7-Tages-Inzidenz beträgt 198,49, also knapp unter der 200. Leider sind auch weiter drei Todesfälle zu beklagen. Zu der Anzahl der verstorbenen Personen letzte Woche: von 409 jetzt auf 436 Todesfälle sind 27 dazugekommen. Die aktuell drei verstorbenen Personen sind zwei Männer und eine Frau im Alter von 87 bis 79 Jahren. Und insgesamt ist zu der Anzahl der 436 verstorbenen Personen von Beginn der Pandemie in unserem Landkreis aufgeführt, dass 222 mit Personen Bewohner eines Pflegeheimes waren. Es betrifft 85 Männer und 137 Frauen, welche mit einem Durchschnittsalter von 85 Jahren verstorben sind. Zu den aktuell Infizierten ist zu sagen, es gibt von diesen Betroffenen 88 Personen, die einer stationären Behandlung bedürfen. Es befinden sich 40 Patienten im Naumburger Klinikum in Behandlung, 17 im Zeitzer Klinikum und 18 im Weißenfelser Klinikum, und 4 Patienten aus unserem Landkreis befinden sich in Gera in stationärer Behandlung. Insgesamt 9 Patienten auf diese drei Standorte verteilt in unserem Landkreis bedürfen einer intensivmedizinischen Therapie. Insgesamt ist festzustellen, dass die Kliniken eine leichte Entspannung der Behandlung der Covid-19-Erkrankten zu verzeichnen haben. Es gibt auch weiter Ausfälle beim eigenen Personal, welche durch eigene Erkrankungen bzw. durch die Quarantäneanordnung bei Erkrankung von Personen aus dem Familienkreis betroffen sind. Aber insgesamt ist die personelle Versorgungslage im Moment stabil in den Kliniken. Zu den betroffenen Altersbereichen ist zu sagen, im Landkreis die Verteilung ist weiter so. Wir haben die Fallzahlen aktuell auf niedrigerem Niveau, aber es ist weiter so, dass die über 70-Jährigen die Hauptanzahl der Erkrankten darstellen, gefolgt von den zwischen 50 und 70 Jahre Alten und dann in absteigenden Altersbereich die 30- bis 50-Jährigen folgend. Und die Altersgruppe mit den niedrigsten Fallzahlen sind weiterhin die unter 18-Jährigen und die zwischen 18 und 30 Jahre Alten. Wo finden die meisten Infektionen statt? Es ist weiterhin so, es gibt viele Infektionen im Bereich der privaten Kontakte. Es gibt Infektionen im Bereich des beruflichen Umfeldes. Besonders betroffen sind natürlich Pflegeberufe, Pflegeheimbereich und natürlich auch im Bereich der medizinischen Versorgung in den Krankenhäusern und auch im Arbeitsumfeld, also Kontakte im Büro oder auch in anderen betrieblichen Bereichen.
Zu den örtlichen Verteilungen hatte unser Landrat schon bereits bemerkt, dass wir in Naumburg aktuell die höchste Anzahl haben der infizierten Personen und auch natürlich dadurch bedingt die höchste 7-Tages-Inzidenz. Viele Infektionsorte konnten aber auch noch nicht benannt werden oder es ist einfach unklar, wo die Infektion erworben wurde. Zu den Bereichen, in denen die betroffenen Fälle auftreten, da haben wir 5 Geschehen noch in Pflegeheimen, aktuell auch bei 2 ambulanten Pflegediensten, in 5 Schulen und in 7 Kindergärten. Es befinden sich in einigen Bereichen auch Fälle von Nachweisen mit mutierten Virusformen, wie gesagt, inzwischen in 2 Kindergärten, im Naumburger Bereich, der bereits erwähnt wurde, der Domspatz. Dieser Kindergarten ist seit gestern wieder eröffnet. Es gibt aber weiter, bei den Nachkontrollen gab es mehrere Fälle von positiv getesteten Kindern, Erziehern und auch Angehörigen, die weiter in Quarantäne sich befinden. Auch im Zeitzer Bereich und auch in Lützen ist bereits ein Kindergarten betroffen, wo Fälle von Virusmutationen nachgewiesen worden sind. In den Pflegeheimen ist es so, dass wir zum Glück die Schwere der Erkrankung der Infizierten sagen können, dass die nicht so schwer verläuft, die Erkrankung, dass viele im Heim verbleiben können, dass sie keiner stationären Behandlung bedürfen und das führen wir auf die gute Durchimpfungsrate der Bewohner zurück. Leider lässt die Durchimpfungsrate bei den Angehörigen der Pflegeberufe doch noch zu wünschen übrig. Viele der infizierten Pfleger und Pflegerinnen sind leider nicht geimpft. Das wäre im Moment zur aktuellen Infektionslage in unserem Landkreis alles. Ich würde das Wort zurück an unseren Landrat geben. Vielen Dank, Frau Dr. Schmidt. Ich möchte jetzt vertieft auf 2 Bereiche eingehen. Das eine ist der aktuelle Stand der Impfungen und die weitere Impfstrategie. Das zweite ist dann die Lage an den Schulen und Kindertagesstätten. Ich beginne mit der Impfstrategie. Die Impfung in den Städten und Gemeinden hat am Montag begonnen. Dieses Angebot des Burgenlandkreises, Personen über 80 Jahre persönlich anzuschreiben und vor Ort einzuladen zur Impfung, wird sehr gut aufgenommen. Viele Seniorinnen und Senioren sind darüber sehr erleichtert und es sind derzeit alle Einheits- oder es können künftig alle Einheits- und Verbandsgemeinden mit Impfterminen noch in diesem Monat versorgt werden. Das heißt, auch für die Städte Zeitz, Weißenfels und Naumburg steht nun ein Impftermin fest. Es wird keiner vergessen. Wir gehen folgendermaßen vor. Im Moment impfen wir in der Verbandsgemeinde Wetautal. Ab 8. März beginnt die Impfung vor Ort in der Verbandsgemeinde Unstruttal, am 13. März in der Gemeinde Elsteraue, am 15. März in der Verbandsgemeinde Treusiger Zeitzer Forst, am 18. März in der Verbandsgemeinde an der Finne und ab 22. März in der Stadt Naumburg, einschließlich Bad Kösen und den Ortsteilen, selbstverständlich, und ebenfalls ab 22. März in der Stadt Zeitz. Das wird vor Ort geimpft. Für die folgenden Städte und Gemeinden erfolgt die Impfung der über 80-Jährigen im Impfzentrum in Zorbau, weil hier die räumliche Lage nach Zorbau eben sehr gut ist. Das betrifft natürlich die Stadt Lützen selber. Zorbau liegt in der Stadt Lützen ab 8. März. Für die Stadt Hohenmölsen werden Einladungen ausgesprochen ab 15. März. Für die Stadt Teuchern ab 16. März und für die Stadt Weißenfels ab 22. März. Auch hier ist es so, dass jeder eine schriftliche Einladung zu einem bestimmten Impftermin erhält. Es ist nicht erforderlich, dass über die Rufnummer 116117 diese Impftermine vereinbart werden. Jeder,
erhält eine eigene Einladung zu diesem Impftermin. Am 22. März, also noch während die Erstimpfungen in den Gemeinden laufen, beginnen wir gleichzeitig mit der Zweitimpfung wiederum in den Gemeinden, bei denen jetzt die Erstimpfung begonnen hat, also dann natürlich beginnend wieder in der Verbandsgemeinde Wetautern. So viel zu diesen dezentralen Impfprozessen und jetzt zu der Problematik der Schulen und Kindertagesstätten. Ich habe ja vorhin schon unsere Infektionslage erläutert, die permanent um die Inzidenzzahl von 200 schwankt. Die Infektionslage mit einer Inzidenz um 200 erlaubt es nicht, die Entscheidung zum Öffnen oder zu schließen an diese Zahl zu knüpfen. Wenn wir das tun, haben wir eine bestehende Gefahr, dass wir permanent öffnen, schließen, öffnen und schließen. Also ein starres Festhalten an der Zahl 200 hilft uns hier nicht weiter, sonst geschieht uns dasselbe wie im Vogtlandkreis, dass man in einer solchen Phase knapp unter 200 öffnet und nach dem Übersteigen der 200 dann wieder schließen muss. Ein ständiges Öffnen und Schließen ist aus meiner Sicht weder im Interesse der Eltern noch im Interesse der Kinder und auch nicht im Interesse des Personals. Mich erreichen täglich wirklich viele Nachrichten, Briefe, E-Mails, Anrufe zu diesem Thema mit den gegensätzlichsten Forderungen. Auf keinen Fall öffnen in der jetzigen Inzidenzlage. Auf jeden Fall sofort öffnen. Wir halten das nicht mehr aus. Für unsere Kinder ist es eine unerträgliche Situation, so lange im Distanzunterricht zu sein. Ich verstehe beide Positionen sehr gut. Ich habe selbst auch einen Sohn, der lange nun schon im Distanzunterricht zu Hause unterrichtet wird. Das ist jetzt unser Plan. In der kommenden Woche bleibt der bisherige Status für Kitas und Schulen noch bestehen. Das heißt, Notbetreuung und Wechselunterricht für die Abschlussklassen, also Notbetreuung für die anderen, Wechselunterricht für die Abschlussklassen. Ich weiß, dass das für viele auch enttäuschend und demotivierend ist. Noch eine Woche, jetzt geht das wieder so weiter. Aber wir möchten Ihnen auch eine Perspektive aufzeigen. Wir haben hierzu noch einmal Gespräche mit Schulleitern aller Schulformen gestern geführt und das Festhalten an dem bisherigen Status der Kitas und Schulen, Notbetreuung bzw. Wechselunterricht für die Abschlussklassen, stößt dort auf eine breite Zustimmung. Ich habe das, was ich jetzt sage, auch mit Herrn Bildungsminister Tullner abgestimmt und das trifft auch im Bildungsministerium auf Zustimmung. Für die Zeit ab dem 15.03. bereiten wir eine Öffnungsstrategie unabhängig von der konkreten Inzidenz vor, solange die Infektionslage sich nicht deutlich verschärft. Es geht also um eine Öffnungsperspektive, die dann zunächst mal bis zu Ostern und den Osterferien reicht. Diese besteht darin, dass wir unter folgenden Voraussetzungen die Grundschulen und die 5. und 6. Klassen, also die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der Notbetreuung sich befinden, wieder in den Unterricht schicken können, also diejenigen Kinder, die mehr oder weniger, je jünger umso mehr, ansonsten eine Betreuung zu Hause benötigen. Also folgende Voraussetzung. Erstens, kein massiver Anstieg der Inzidenz in Richtung 300. Es ist völlig klar, dass in einer massiv steigenden Infektionslage eine Öffnung dahinein nicht denkbar ist. Zweitens, Abschluss der Impfkampagne bei den Grundschullehrern und Förderschullehrern. Ich habe vorhin dazu bereits informiert, dass seit Montag diese Impfkampagne für diesen Personenkreis und auch für die Kita-Leiterinnen und Kita-Erzieher, das Kita-Personal generell läuft. Wir gehen davon aus, dass es bis Anfang nächster Woche auch abgeschlossen werden kann. Also
Erstens, kein massiver Anstieg der Inzidenz in Richtung 300. Zweitens, Abschluss der Impfkampagne bei den Grundschullehrern und Förderschullehrern. Und drittens, das ist jetzt entscheidend, die Einrichtung eines regelmäßigen Testsystems für alle Schülerinnen und Schüler. Wir bereiten derzeit, unterstützt von der Landesregierung und gemeinsam mit der Universität Halle, mit der Medizinischen Fakultät, eine wissenschaftlich begleitete Teststrategie mit der Verwendung einfach zu handhabender Schnelltests vor, die regelmäßig, mindestens zweimal, besser dreimal wöchentlich, allen Schülerinnen und Schülern angeboten werden soll. Das Ziel dieses Vorhabens und dieser Öffnungsstrategie ist, einfach zu handhabende Schnelltests, die zunächst unter Aufsicht und auch Anleitung durch die Kinder selber durchgeführt werden, aber wie gesagt unter Aufsicht und Anleitung, die Kinder dann aber später mal alleine, vielleicht sogar zu Hause, anwenden können. Wahrscheinlich wird es sich um einen Spucktest handeln. Wir werden über Details dazu in der nächsten Woche hier in der Pressekonferenz noch einmal genauer berichten. Ziel ist es, die dauerhafte Etablierung von Schnelltests an den Schulen, am Ende als Selbsttest, um auch in Hochinzidenzphasen Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb durchführen zu können. Wir brauchen aber, um das umzusetzen, insbesondere die nächste Woche, nämlich wir müssen die kurzfristige Lieferbarkeit der Tests klären. Wir benötigen ja ungefähr 45.000 Tests pro Woche, also wir reden hier auch von größeren Mengen. Und wir brauchen ja Tests, die einfach zu handhaben sind, die entweder schon als Selbsttests zugelassen sind oder als einfache Tests unter Aufsicht mit dieser wissenschaftlichen Begleitung durchgeführt werden dürfen. Wir müssen klären die Schulung des Personals in den Schulen, damit also die Lehrer, die pädagogischen Mitarbeiter, die Sozialpädagogen, die dort tätig sind, die Anleitung den Schülern geben können, wie es zu haben ist. Und wir müssen umfangreich mit den Eltern und einfach und klar kommunizieren und vorab klären und erklären, wie wir vorgehen wollen. Dazu müssen wir die Eltern an allen Schulen erreichen mit Informationsbriefen. Wir müssen die Zustimmung der Eltern einholen und am liebsten wäre es, wenn wir auch ein Erklärvideo hätten, das wir allen zur Verfügung stellen können, sodass sich jeder im Vorfeld dieser Teststrategie auch ein Bild davon machen kann, wie läuft der Test bei meinem Kind ab. Deshalb habe ich jetzt noch nicht gesagt, es geht definitiv am 15. März los, aber das ist unser Ziel. Sollte sich hier oder da noch eine Schwierigkeit ergeben, kann es noch zu einer Verschiebung kommen. Aber wir wollen damit vor allen Dingen den Eltern und den Schülern eine Perspektive aufmachen, die dann zunächst mindestens bis zu Ostern reicht und nicht an einem Inzidenzwert von 200 gekoppelt ist und dann zu einer kurzfristigen erneuten Schließung der Schulen führt. Und wir wollen langfristig eine Lösung finden, weil wir ja durchaus auch noch diese dritte Welle vor dem Bug haben, die nochmal zu höheren Infektionswerten führen könnte, wie wir auch in einer solchen Lage einen Schulbetrieb gewährleisten können. Ich hoffe, dass Sie alle oder möglichst viele von Ihnen deshalb Verständnis haben, dass wir das noch nicht über das Knie brechen können, weil die Einführung dieser neuen Tests, von denen wir hier reden, gerade ja bundesweit diskutiert wird und wir dazu auch eine Begleitung, auch eine wissenschaftliche Begleitung haben wollen, um den Eltern Sicherheit zu geben, dass diese Tests auch ganz, ganz, ganz überwiegend klare und saubere Ergebnisse mit sich bringen, dass aus diesen Tests heraus keine Gefahren für die Kinder entstehen und dass Fachleute dabei sind, die das Ganze bewerten, auswerten und uns helfen, dann die nächsten Schritte hin zum Selbsttest in der Schule oder zu Hause gehen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ulrich, für Ihre Ausführungen. Vielen Dank auch Frau Dr. Schmidt. Ich bin mir nun sicher, dass es Fragen gibt und Herr Bolzer hat sich als erstes gemeldet. Von daher, Herr Bolzer vom Hamburger Tageblatt. Ja, aber.
viele Fragen. Ich bleibe gleich mal bei der Schule. Wir haben gesagt, wir wollen den Schülern 2 bis 3 Mal die Woche ein Testangebot machen. Inwiefern ist Angebot eben nicht nach Verpflichten? Was bedeutet denn das? Die Schüler, die sich nicht testen lassen, dürfen dann nicht kommen? Oder auch, was passiert mit Schülern, die positiv getestet werden? Werden die dann in der Schule positiv getestet oder vielleicht auch schon zu Hause? Was passiert dann, was bedeutet das dann für die Klassen? Also jede Einzelheit kann ich Ihnen jetzt heute noch nicht erläutern. Dafür ist ja jetzt auch noch ein bisschen Vorbereitung erforderlich. Also zunächst mal eine Testpflicht für alle können wir auf Ebene eines Landkreises nicht statuieren. Dazu bedürfte es einer massiven gesetzlichen Regelung, die ja auch in Grundrechte erheblich eingreift. Das kann nur ein Parlament machen, nicht der Landrat in Klein-Kleckersdorf. Und deshalb ist also eine Testpflicht aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Wir haben das lange und ausführlich mit den Schulleiterinnen und Schulleitern, die gestern in der Schalte dabei waren, auch diskutiert. Das würden sich natürlich manche wünschen, aber alle verstehen, dass wir diese Verpflichtung nicht einführen können und wir können auf Kreisebene auch keine Regelung treffen, die dann zum Ausschluss von Schülerinnen und Schülern führt. Wenn eine Infektion nachgewiesen wird mit diesen Schnelltests, tritt zunächst mal die normale Regelung in Kraft, die wir haben. Wer positiv getestet ist, muss in Quarantäne. Wenn man diese Tests aus meiner Sicht richtig einfädelt, führt das dann nicht automatisch dazu, dass die ganze Klasse in Quarantäne muss, wenn zum Beispiel bis zur Durchführung des Schnelltests alle noch die Maske auflassen, für den Schnelltest sie absetzen, dann nochmal aufsetzen, bis das Ergebnis vorliegt, sodass dann nur die einzelnen Schüler in Quarantäne gehen. Das kann aber im Einzelfall natürlich anders sein, das ist dann aber Sache von Frau Dr. Schmidt und der Gesundheitsaufsicht, je nachdem, wie sich der Fall darstellt. Aber das Ziel ist, Einzelne herauszufischen, natürlich nicht alle, weil wenn man es nicht verpflichtend machen kann, wird es welche geben, die sagen, ich stimme da nicht zu. Das ist uns bewusst, das ist also keine hundertprozentige Sicherheit, dass wenn ich in der Schule bin, kann ich mich nicht anstecken, die gibt es sowieso nicht. Aber es ist in Kombination zu, die Grundschullehrer sind geimpft, jedenfalls mit einer Grundimmunisierung nach der ersten Impfung ausgestattet, die zweite muss ja noch kommen. Und wir fischen so viele wie möglich heraus, eine Chance, den Schulbetrieb auch in Hochinzidenzzeiten zu stabilisieren. Wir gehen da einen neuen Weg in Sachsen-Anhalt, das ist uns auch bewusst, vielleicht auch darüber hinaus. Aber ich glaube, diese Perspektive aufzumachen ist wichtig, solange wir von dieser hohen Zahl nicht runterkommen. Herr Bolzer, ist damit Ihre Frage fürs Erste beantwortet? Ja, darf ich gleich eine andere Frage stellen? Sie dürfen gleich noch eine Frage nachstellen. Wenn Sie da noch eine Frage haben, würde ich erstmal jemand anders vorsammeln. Völliges Verständnis. Völliges Verständnis. Ab 22. März fängt in Naumburg die Impfung für die über 80-Jährigen an. Wie ist da der Plan? Man hat es sicherlich durchkalkuliert. Wann wird man damit fertig sein, in Naumburg und Bad Kösen bis Ende März? Bis Ende März soll die Erstimpfung überall im Kreis abgeschlossen sein. Ja. Okay, alles klar, danke. Gut, vielen Dank, Herr Bolzer, für Ihre Frage. Dann schaue ich in die Runde. Ich bitte um Handzeichen. Herr Pischke von der DPA. Ja, Herr Hanschak, ich habe es nicht ganz verstanden. Am 15. März wird dann diese Strategie vorgestellt oder soll die dann schon in Kraft treten? Also wann können die Schüler wieder abseits der Notbetreuung und des Wechselunterrichts der 5. und 6. Klasse da in den Unterricht starten? Also wir reden jetzt vom Burgenlandkreis, ja, nicht vom Saalekreis. Also wir haben jetzt den Plan, dass wir am 15. März damit starten wollen. Das endgültige Okay dafür können wir erst Anfang nächster Woche geben, wenn wir wissen, dass die von mir beschriebenen Voraussetzungen wir auch erfüllen. Also wir orientieren jetzt auf Beginn 15. März. Wir werden am nächsten Mittwoch dann die endgültige Entscheidung haben, ob wir am 15. März
tatsächlich starten können. Wir werden alles unternehmen, dass das möglich wird, dass also die nächste Woche dann die letzte für die Grundschüler und die 5. und 6. Klassen im Homeschooling ist. Also ich stelle nochmal klar, der Oberlandrat des Burgenlandkreises, der Hamschack, des Saaletkreises. Und das ist kein Problem. Solange, ich werde auch Herr Götze genannt, weil mein Vorname Götze ist und so ist überhaupt kein Problem. Gut, gibt es weitere Fragen in der Runde? Herr Gerber von der MZ. Ja, die Kitas sind von dieser möglichen Öffnung vorerst noch ausgeschlossen, oder habe ich das falsch verstanden? Das haben Sie richtig verstanden, weil das Testregime, was wir aufsetzen wollen, ein Mitwirken der Kinder voraussetzt und damit auch ein bestimmtes Mindestalter. Und im Moment... Hallo, bin auch eben beim Arbeiten. Und du hast... Nee. Hallo Frau Wilke, schön, dass Sie sich melden. Und also das heißt, für die Kindertagesstätten können wir diese Öffnung zum 15. nicht ermöglichen. Da ist ja aber auch so, dass ohnehin schon eine leider zunehmende Zahl von Kindern in der Notbetreuung ist. Ich glaube, das waren um die 50% oder sogar noch etwas höher. Das, was wir jetzt machen, bedarf einer Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel eben beim Spucktest da mitzutun, ein bestimmtes Gefäß zu spucken und so weiter. Unser Ziel ist ja am Ende, einen Selbsttest zu etablieren, den jeder in der Schule oder vielleicht sogar schon dann zu Hause, bevor er in die Schule geht, machen kann und dann sagt, dann gehe ich gar nicht erst hin. Ist damit Ihre Frage beantwortet, Herr Gerber? Ja, die ist beantwortet. Ich hätte aber noch eine weitere. Ja, Sie dürfen. Und zwar gibt es wohl Leser, die der Meinung sind, dass am Ende von Impftagen, speziell in Zorba im Impfzentrum, aber sicherlich auch bei den dezentralen Impfungen, nicht unbedingt alle vorbereiteten Impfdosen verimpft worden sind. Das heißt, dass da ein möglicherweise sehr geringer Restbestand übrig bleibt. Wenn dem so sein sollte, was passiert mit dem Rest? Also wir haben uns zu den Impfresten schon mal geäußert. Ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Pressekonferenz. Ich gebe die Frage aber gerne nochmal weiter. Wir haben eine Warteliste. Wir haben das ja schon mehrfach erläutert. Ne? Wir haben eine Warteliste, die im Moment ausschließlich aus über 80-Jährigen besteht, die wir jetzt auch im Hinblick auf die Priorität 2 öffnen könnten für die Personengruppen, die aus der Priorität 2 jetzt schon geimpft werden, bei denen vorher abgeklärt wurde, ob sie innerhalb einer Frist von 2 Stunden zum Impfzentrum oder von mir aus auch woanders hin, wo der Impfstoff übrig ist, kommen können, die also eine Mobilität haben. Und mit dieser Liste arbeiten wir zurzeit. Das heißt, da rufen uns Menschen an. Ich hatte heute so einen Fall, meine hochbetagte Mutter soll demnächst operiert werden. Wir wissen, dann und dann ist jetzt der Impftermin, oder ich erläutere es, der Impftermin ist dann und dann bei Ihnen. Die Operation ist schon vorher, ist es da möglich. Solche Leute setzen wir auf diese Liste, kommt relativ zufällig zustande. Und das sind über 80-Jährige, die aber eben, weil die Angehörigen dazu in der Lage sind oder manchmal sogar die Hochbetagten selber, so einen Fall hatte ich jetzt auch schon, dass ein 87-Jähriger gesagt hat, wieso, da fahre ich dann selber hin, die dann in dieser Zeit nach dem Anruf auch dorthin kommen müssen, damit der Impfstoff noch verimpft werden kann. Und das klappt. Also ich habe jedenfalls bisher nicht gehört, dass es nicht funktioniert hat. Okay, danke, meine Frage ist beantwortet. Ja, es geht nochmal um die Kita Domspatz. Da wurde ja vorhin von Frau Schmidt ausgeführt, dass da nach dieser 14-tägigen Quarantäne
es vereinzelte, immer noch positive Tests gab. Sowas ist mir auch zu hören gekommen, dass zum Beispiel eine vierköpfige Familie nach 2 Wochen, der Vater ist sozusagen immer noch positiv, alle anderen nicht mehr. Und trotzdem, dann wird die Quarantäne um 2 Wochen verlängert. Das heißt, aus 2 Wochen Quarantäne werden 4 Wochen. Ist das zwingend notwendig oder kann man da nicht sagen, dass zumindest die 3 anderen Familienmitglieder, die ja das schon mal durchgemacht haben, dass die wenigstens aus der Quarantäne rauskommen? Also das sind dann natürlich Einzelfallentscheidungen, wobei es ja so ist, dass wenn ein Familienmitglied positiv getestet wird, für die häusliche Gemeinschaft eine Quarantäne erst nochmal angeordnet wird. In meisten Fällen auch nochmal 14 Tage. Und es hängt dann von dem Befinden ab, von der Symptomatik des noch Infizierten, wann die nächste Testung erfolgt. Wenn alle Familienmitglieder negativ sein sollten und positiv, also ohne Symptome so, dann wäre natürlich auch eine vorzeitige Entlassung möglich. Also das heißt nicht erst nach 4 Wochen. Aber bei Befunden mit Mutationsviren ist es ja so, dass die, die negativ getestet sind, ja täglich trotzdem Virusträger werden können durch die Infektionsquelle, sage ich mal, jetzt im Haushalt. Deswegen ist es notwendig, dass die gesamte Familie zu Hause bleiben muss und es, wie gesagt, nur in speziellen Fällen, wo bestimmte Ausnahmesituationen zutreffen, eine Änderung dieser Anordnung durch uns getroffen werden kann. Und im speziellen Fall zu der Kindergarten Domspatz ist es so, dass wir bei der Nachtestung am vorigen Mittwoch noch 22 positive Fälle gefunden haben. Das sind insgesamt 11 Familienangehörige, 5 Kinder und 8 Erzieher, die nochmal mit Mutationsvirus positiv getestet worden sind. Also ist auch festzustellen, dass die Positivtestung häufig verlängert ist, also länger als 14 Tage, die Viren nachweisbar sind und es auch häufig zu einer verlängerten Symptomatik kommt. Also das heißt, die Erkrankten sich auch längere Zeit nicht erholen. Insofern ist die Absonderungsmaßnahme noch weiter notwendig, weil die Infektiosität dieser mutierten Viren, also das heißt in dem Fall auch die britische Mutationsform, hochinfektiös ist. Vielen Dank, Frau Dr. Schmidt, für die Ausführungen. Herr Bolze, ich bin jetzt kein Betroffener der Mutation gewesen, glaube ich jedenfalls nicht, aber als ich selber infiziert war, beziehungsweise auch meine Kinder, ging es uns ja auch so. Wir waren am Ende 3,5 Wochen in Quarantäne, weil irgendeiner immer noch positiv war und das ist wirklich anstrengend, aber in dem Fall finde ich, wenn man eine gewisse Sicherheit haben will, dass da nichts ausgetragen wird aus der Familie, vielleicht doch dann angezeigt, solange das Virus dort noch grassiert. Vielen Dank. Dann wäre jetzt Ihre letzte Möglichkeit, noch eine Nachfrage zu stellen. Dazu ist kein Bedarf, dann würde ich mich nochmal entschuldigen für die zeitliche Verspätung und würde Herrn Landrat Götz-Ulrich noch die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Also außer auf Wiedersehen zu sagen, und wir sehen uns dann hoffentlich in der kommenden Woche gesund wieder und mit einer dann klaren Information, wie es am 15. weitergeht, habe ich jetzt nichts weiter zu sagen. Vielen Dank.